Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Heute haben wir wieder einen Test, um was es sich handelt, nach dem Trailer. So, und zwar habe ich mir gedacht, machen wir mal einen Test über die Kaffee-to-go. Geschichten, das sind so kalte Kaffees, die kriegt man beim Penny, Lidl, Rewe, wie sie alle heißen. Und habe gedacht, vielleicht könnte das ja mal was Interessantes sein, um ein Video von zu machen. Ja, fangen wir mal damit an. Und zwar haben wir hier Kaffee to go, klar. Und zwar ist das hier Kaffee Latte. Die kosten knapp 1 Euro. So, machen wir mal auf. Ja. Und optisch, ja, eher so Milchkaffee-mäßig. Geruch eher Karamell. Ja, schmeckt wie Milch mit Kaffee. So, und dann haben wir hier, was ist jetzt hier an dem hier besonders? Kaffee Latte Macchiato. Tja, das ist jetzt. Was ist denn jetzt der Unterschied? Kaffee Latte, Macchiato, Macchiato. Sind drei verschiedene Latte Macchiatos. Tja, wo ist denn jetzt hier der Unterschied? Ach hier, vom Fettgehalt, genau. Das hat hier 4,8. Das hier hat 5,3. Das gute Stück hier hat 4,8 auch. Ja. Also genau, hier ist mit Vanillegeschmack noch zusätzlich. Und hier ist Karamellgeschmack. Okay, das ist Karamellgeschmack, was wir gerade hatten. Und jetzt haben wir den ganz normalen Latte Macchiato. Oh, die sind ganz schön fest, die Dinger hier. Ja. Gut, farblich tun die sich jetzt nichts. Sieht genauso aus wie das erste. Schmeckt aber eindeutig mehr nach, ja, eher mehr nach Milch statt nach Kaffee. Also schmeckt noch nicht viel. So, jetzt nehmen wir das hier mal. Und zwar war das mit Vanillegeschmack. Falls euch das Video gefällt, dass ich noch weitere Kaffeesorten testen soll, dann schreibt es unten in die Kommentare. Dann werde ich dann nochmal in den Laden gehen und noch ein paar andere Kaffee-Kaltgetränke holen. Ja, auch das hier. Optisch wieder das gleiche. Naja, hier schmeckt man auf jeden Fall die Vanille-Note raus. Ob es jetzt einem schmeckt, ist eine andere Sache. Also ich finde das jetzt nicht so lecker. Naja, ob das Zeug gesund ist, ist so eine ganz andere Sache. Also bezweifle ich jetzt mal. Aber für zwischendurch kann man das mal machen. So, was haben wir jetzt hier? Cappuccino. So, hier hat man einen Cappuccino. Lustigerweise sehen die alle gleich aus. Also die ändern sich von der Farbe überhaupt nicht. Der riecht nach nichts. Geschmacklich wie pure Milch. Also hier schmeckt man noch nicht mal den Kaffee raus. Also, nee, geht gar nicht. So, und dann haben wir hier nochmal Espresso. Mal gucken, ob das gerade kann. Und auch wieder hier farblich, oh ne, das ist schon was dunkler. Das ist ein kleines bisschen dunkler. Na, riechen tut es nach Milch. Geschmacklich, ja, auch nicht so der Knaller. Also ganz ehrlich, wenn man es trinken will, unbedingt, dann tut's. Aber ganz ehrlich, ich würde mir das Zeug jetzt nicht unbedingt kaufen. Das mit der Vanille, ja, das ist auch okay.
Alles andere ist hier so Frillefanz. Nee, aber wie gesagt, es gibt ja noch andere Kaffeesorten. Wenn ihr wollt, mache ich nochmal ein Video von den anderen Sorten. Müsst ihr unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt oder nicht. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Ciao, bis zum nächsten Mal.